Jo, ich hatte ja neulich mal so angedeutet, dass ich noch mal ein Training mit ihr hier fahren wollte, so ein Kurventraining beim ADAC. Und das steht auch noch, also da bin ich noch hinterher, wenn die mir einen passenden Termin bieten können, zu einem passenden Wetter. Wir haben ja hier keinen Sommer, das ist ja hier alles herbstlich. Ja, ich hoffe, dass der Klimawandel hier noch zuschlägt, dass wir es noch ein bisschen wärmer kriegen. Gestern hat es geschüttet hier wie aus Kübeln. Und kalt ist es. Es ist 15 Grad, 16 Grad. Mehr ist das hier tagsüber nicht. Also hier ist der Klimawandel noch nicht angekommen, die Erderwärmung sozusagen. Aber das soll nicht das Thema sein. Das Thema ist das Kurventraining an sich. Das ist gut eigentlich. Bis es zum freien Fahren dann kommt, zum Fahren hinter dem Trainer her quasi. Ich stelle in die Beschreibung unten mal ein Video rein, wie das so aussieht. Und das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Ne? Weil du fährst über eine Straße, über eine Strecke, die ist zwar abgesperrt, die kommt kein Gegenverkehr entgegen. Du siehst, das wird dir aber suggeriert quasi, das sei sowas Ähnliches wie eine Rennstrecke. Die ist in der Mitte geteilt Mittelstreifen quasi. Du weißt also, wo deine Spur ist und wo die Gegenverkehrsspur ist. Aber man tut so, als sei alles deins. Ne? Und dann wird da rüber geheizt, quasi ohne Lerneffekt. Ich würde ja was lernen, wenn ich auf meiner Spur zu bleiben hätte. Dann würde ich wirklich was lernen da. Ne? Dann müsste ich nämlich so fahren, wie ich auf einer normalen Landstraße auch fahren würde. Aber die fahren da so, wie man auf einer Rennstrecke fährt, als ob die Mittelstreifen gar nicht existieren. Das ist schön. Ja, klar. Ne? Weil wo kannst du das schon mal? Ne? Du hast quasi das Rennstreckenfeeling. Nur, sorry, das kann ich auf einer Rennstrecke machen, aber das bringt mir doch in dieser Trainingssituation nicht viel. Ne? Und das würde ich, wenn ich da jetzt nochmal hinfahre, da gibt es ja vorher so ein Briefing und nachher und all sowas, das würde ich da ansprechen, dass mir das gar nicht gefällt und ich das, ja. Mit der KTM habe ich schon mal boykottiert. Da bin ich da zwischenzeitlich rausgefahren. Habe ich gesagt, nee, mach mal ohne mich. Ne? Klar, viele Leute oder die meisten, die da diese Trainings machen, die stehen da drauf, die wollen das haben, weil man da richtig mal richtig ordentlich heizen kann. Ne? Nur, ich sehe den Trainingseffekt dann nicht. Ne? Ich würde den Trainingseffekt sehen. So schnell wie möglich fahren oder so schnell wie nötig fahren, aber auf der Spur bleiben. Dann würde mir das was bringen. Ja? Nur dann müsste man 30, 40 Kilometer, Stundenkilometer langsamer fahren. Und das ist natürlich dann auch wieder, ja, da stehen dann die meisten nicht drauf. Ja, so ist das. Es hat alles sein Für und Wider. Ich bin da auch gerne mitgefahren, ja. Aber so richtig begeistern kann mich das nicht. Aber das ist ja so mein Räppelchen. Und wenn ich da noch mal hinfahre, dann werde ich das, soweit es geht, versuchen zu beeinflussen. Aber ich glaube, dass mir das nicht gelingt. Das soll es sein für heute Abend. Hoffen wir mal, dass es hier noch langsam mal Sommer wird. Es blüht alles. Jo. Das Gelbe da sind übrigens Nachtkerzen. Wildpflanzen. Habe ich mal Samenkörner draußen irgendwo gefunden.
Die blühen wie verrückt, sind ja 1,20 Meter, 1,30 Meter hoch. Richtig schön. Die gelben da. Das ist Indianernessel. Eine meiner Lieblingsblumen. Jo, das soll es sein.